Gebrauchtwagentest bei Autotest Schwaben haben wir den Toyota Yaris Verso, wie er von 1999 bis 2005 gebaut wurde. Tja, ein richtig sportlicher Wagen hier als Diesel. Es gab ihn auch als Benziner damals. Als Benziner sowie Diesel hier haben wir das Dieselmodell mit etwa 80 PS und einer Schaltversion. Tja, der war ja ein richtig robuster Wagen mit viel Platz im Innenraum, aber einer sehr einfachen Verarbeitungsqualität, viel hartem Kunststoff. Es gab viel Klappergeräusche, viel Hartplastik bei diesem Fahrzeug. Die Qualität eher mittelmäßig. Ja, beim Toyota Yaris dieser Generation, wie er gebaut wurde von 1999 bis 2005 als Benziner und Diesel. Ja, er war zuverlässig, aber leider sehr rostanfällig. Viele Karosserien blühten an den Radkästen. Besonders hier hinten an diesen Schwellernähten rostet es gern bei diesem Modell. Die Verarbeitung eher nicht so besonders. Qualitätsmäßig steht der Toyota eher auf wackeligen Beinen. Zu den Stärken zählen natürlich die beste Zuverlässigkeit bei diesem Fahrzeug. Gute Platzverhältnisse hat man auch. Man hat gute Bremsen. Allerdings die Zuverlässigkeit, wie gesagt, ist auch gut. Aber sehr schlechte Verarbeitungsqualität, Rostanfälligkeit gehören zu den Schwächen. Dazu schwache Bremsen, dann gerissene Sitzbezüge häufig, frisch verschlissene Bremsen sowie Abgasanlagen, Ölverlust. Von uns bekommt der Toyota Yaris dieser Baureihe Verso nur 2,5 von 5 Sternen und ein eher weniger empfehlenswert.